Those poor kids Und damit losing zurück zu everything. Let's Play L.A. Noire hier mit Cole Phelps in der Brandermittlung und unserem coolen neuen, der jetzt gerade schon vorgegangen ist, Partner Herschel Bix. Neben Rusty mein Lieblings Partner. Wunderknabe. Stecke mehr Schaden weg, ohne umzufallen. Hawkshaw, ich glaube, den nehmen wir mal. Sieht zwar dann so ein bisschen aus, aber mal gucken, wie das so kommt. Vielleicht ändere ich das. Ist gut. Ich finde es aber extrem geil, dass die ganzen Charaktere, die jetzt auch nicht so wichtig sind, sondern eigentlich nur Passanten sind, trotzdem noch sprechen. Also mit Mundbewegung und so. Hat schon was. So, raus mit uns und ab zum neuesten Tatort. Zum neuesten Hausbrand. Ist ja zum Glück markiert. Und ab dafür. You hear about Rancho Escondido? Are we having a conversation, Biggs? Okay, fuck it. Forget I... I'm teasing you, Herschel. Tell me about... At least we'll know where we've been if we try to retrace our steps. And the new housing development's a couple of weeks from completion. Burnt to the ground last night. GIs are ready to move in this weekend. Developer's gonna have some very angry customers. Any available unit, meet the officer. 211 just occurred. The arson desk is trying to... Mal ganz kurz gucken, wo ist das? So weit weg. Ich will die eigentlich machen, aber die sind... Wir könnten jetzt zwar die hier... Denn so... Aber nee. Eigentlich schade. Weil ich will die eigentlich machen, aber die sind mir einfach zu weit weg. That's something that's for you. He's still in custody, Herschel. Wanna bet? Bella kicked him loose already. Can't hold him for misdemeanor cigarettes and matches. Nee, das stimmt. Das ist ja nicht verboten. Sowas zu besitzen. Das ist ja nicht verboten. So, nun machen wir hier auf grün. Komm schon. Dankeschön. So, die nächste wollen wir dann auch mal nach links abbiegen. Glaube ich zumindest. Wenn ich so das Fähnchen richtig deute. Aber ich denke mal, ich deute es richtig. So, ab dafür. Also, ja. Oh, ja. You like to leave your mark, don't you? Ja, ist doch gut. Ist doch gut. Ich hab mich irritieren lassen. Ach Mist, ich wollte ja noch. Hier stinkt es irgendwie bei mir. Als ob ich hier. Ich bin ja ein bisschen ländlich, wohne ich ja. Und als ob die hier irgendwie mit Gülle oder sowas gearbeitet haben. Das stinkt gerade hier so bei mir bestialisch nach Gülle. Nicht schön. So, Ampel zeigt grün. Was ist hier los? Ampelausfall. Oder was? Gut, das lässt uns ja nicht aufhalten. Ja, du mich auch. So, machen wir mal ein bisschen schneller jetzt hier, so. La 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 la. Depp, depp. Was ist da hinten? Was ist das? Coffee Bar. Schön.
gucken gleich immer an der nächsten Ampel mal auf die Karte. Wo wir denn hin müssen. Aber eigentlich können wir auch das nächste Mal gleich mal nach rechts abbiegen, wenn es denn die Möglichkeit gibt, dies zu tun. Dort ist ja nicht immer gegeben. Unterhaltet euch doch mal, ihr beiden. Ich kann doch hier nicht immer den Alleinunterhalter spielen. Ich weiß nicht warum, aber ich finde diese Ampelschaltung manchmal so sinn... Naja, gut, für die Ausfahrt hier natürlich. Aber, naja. Was soll's. Ach, war ja sowieso... Wir hätten ja sowieso nach rechts gedürft. Wir hätten ja sowieso abbiegen dürfen. So, einmal gucken. Okay. 1, 2, 3, 4. Muss ich mir aber merken. Und dann nach links. Gut. Wenn's dann mal grün wird. Also ich denke mal, dass sich kein, mal ganz ehrlich, wenn man das normal spielt, ich glaube, kein Mensch hält sich wirklich an diese Verkehrsregeln mit an roten Ampeln halten und so. Ich habe es jetzt einfach mal deswegen gemacht, weil ich gedacht habe, das wirkt dann so ein bisschen authentischer, als wenn ich jetzt hier wie so ein Berserker durch die Stadt brause. Mit dem tollen Schlitten hier. Man nimmt ja doch schon viel Zeit weg. Wir sind schon hier, wir sind schon richtig im Neubaugebiet, das sieht man hier auch schon. Ich bieg da mal hier ab. Son of a bitch! Wer? Wir? Nein. Wir doch nicht. So. Mal gucken, kann man schon Rauch sehen? Aber da steht noch die Feuerwehr. Grün. Bittet und euch wird gegeben. Hausbrand, 12.43 Uhr. Suburban. Gut. Auf geht's, ab geht's. Zumindest, man kann sagen, ich weiß nicht, ob hier Neubau hilft oder so, aber oder zumindest reparaturmäßig, aber zumindest sieht das hier besser aus als die zwei Häuser, die wir im letzten Fall hatten. You guys better see this. I hope you have strong stomachs. Das klingt zumindest nicht so gut. Do you have a name? Ach du Scheiße. Arelli, Mike. We recovered a picture of the family. Okay. Anything else? Be honest, I just got here, Phelps. Best you talk to Lynch, he's the expert. Doesn't make any sense. Why aren't they scattered around like the rest of the debris? I think they've been moved. Ooh. I think someone moved them after the explosion and before the fire. Can you explain that, please? I'm almost positive the cause of death is asphyxiation due to gas inhalation. Look at the parts of their bodies that aren't scorched. The coloring around the fingertips is typical. They wouldn't have felt a thing. I think the fire damage is post-mortem. I think someone moved them into this room after the explosion. It still doesn't make any sense. Why would you run into a burning building? Das ist die Frage. Oh Mann.
What are they doing? The prayer effect is from the fire. The muscles and tendons contract. Find anything interesting? Aua. Oh, wow. So. Hier haben wir ein so sehen die, ja. You ever think about how many people have died in this world? And how big heaven would have to be to accommodate them, Biggs? No, I have not. Show some respect. It's our boy. I think he watches the fires. I think the Sawyer fire went wrong. So what about the guy we have in jail, Phelps? We got the wrong guy. That doesn't explain why he ran into a burning building. What would make anyone do that? Guilt. For the fires? For his mistake. This guy wants to burn houses, not families. He expects the houses to be empty. He was trying to redeem himself. He probably thought they'd be happier together. You are one very disturbed individual, Phelps. I know you had it rough lately, but you should start to compartmentalize your thoughts. He could be right. Can you come up with an alternative explanation? I'm sure, it's the same guy. Are you telling me that some son of a bitch murdered these people, the whole family, and arranged them here like Cupid dolls? Might fit, Cole, but I don't think we could ever prove it. There's very little evidence. Evidence? Albert, check out the hot water system. Make sure we're dealing with the same M.O. Sure, Phelps. I'll get back to you. Leave the rest to us, Cole. You better find out what's eating Biggs. Okay. Ja, ich glaube, der Biggs ist gerade sich mal so ein bisschen erleichtern. Oder doch nicht. So something finally got to you. You want my help, pretty boy? You got it. You keep riding me and you won't be pretty much longer. We can get this guy, Herschel. You think you've seen everything, Phelps? I was with the 2nd Marines at Bella Wood. The things that went on in that farmhouse. My own guys on fire screaming for a way out. You're not gonna get this guy. There's gonna be no photos and no citations. We're gonna kill this miserable fuck. End of story. You getting this? You remember the list from the travel agent? Sure. The Morellis were winners too. Their name was on that list. Christ. We should take a look around, work the neighbors, see what they know. I'll go across the street. Okay, I'll try this side. I haven't done this for years. Ist wie Fahrradfahren. You don't look like a fireman, Don. About 50 ja, ich guck mich noch mal so ein bisschen um. Ich weiß, wir haben da jemanden auf der Minikarte. Aber wenn es tatsächlich die gleiche Methode gewesen ist, müsste es da nicht irgendwie dann auch so einen Insta-Heat-Boiler irgendwie geben. Wäre zumindest logisch. Und wenn dann nicht draußen, dann zumindest drin. Ich will das zumindest schon mal gecheckt haben. Ah, siehst du. Darauf habe ich doch gewartet. Reginald Instead. Okay. Looks like the same model. Ja. Und vom gleichen wahrscheinlich geprüft. Gut, dann kümmern wir uns jetzt mal um die Nachbarn. So, Herschel läuft da rum. Ich will Herschel mal ein bisschen beobachten. Mal sehen, wie Herschel das macht. Herschel, nicht Herschel. Sehr schön. Okay, wir gehen jetzt mal zu den Nachbarn rüber. Is somebody gonna tell us what the hell's going on? Ich sag da nichts zu. LAPD, can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir?
Foreman. Dudley Foreman. Okay, Dudley Foreman. Der Mann tot. Augen blau, Alter 50, Haare braun und natürlich männlich Hausbesitzer und Nachbar der Familie Morelli. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. Und davon wird man nicht wach, oder was? Oder wie? You didn't like Morelli, did you? Some neighbors you get along with, some you don't. Guess they should have sold up. What do you mean? They're knocking down all these old houses and building a new subdivision for GIs. Morelli was being difficult. Aha. Aha, stützt ja unsere Theorie vom letzten Fall. You said someone is knocking these houses down? Elysian Fields. You must know them. They're billboards. That Monroe character beaming down at you. We've had an offer for the house. Did the Morellis want to sell? I don't know. Naja, ich denke mal schon, dass du was darüber weißt, weil sonst würde ja kaum hier irgendwas passieren. Whatever you thought of Morelli, his whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I want you to help me here, Foreman. Morelli was pig-headed. He built the house himself. He didn't want to sell. Stubborn fool was ruining it for all of us. Naja, was man mit eigenen Händen gebaut hat, möchte man noch behalten. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. You said the Morellis had won a weekend away. To Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. But then I find out they were still in there. Who was running the competition? What? I don't know. Ich denke mal, dass sie auch bei dir gewesen sind. Also, hau doch einfach raus. Ich werde doch nicht dir alles aus der Nase ziehen müssen. I need more, Mr. Foreman. Tell me what you know about the Suburban Redevelopment Fund. I know nothing about it. I've never heard of them. Oh, scheiße. Oh, das war nicht gut. Ich hab mich verklickt. Eigentlich wollte ich zwei drücken. All a man can do is put in a prayer for the dead. That's about all I've got to say about it. Es ist doch, es ist auch total kacke, weißt du, du verklickst dich einmal bei diesem Spiel. Und dann werden hier so viele Wege verbaut einfach. Okay. Herschel, komm schon, Junge. Sag, dass du was für mich hast. Ja, ja. Wo ist Herschel? Okay, Junge, komm. I'm at a loss. We need more from the neighbors, Cole. Keep working them. Ja, der will mich doch nicht weiter. Der erzählt mir doch nichts mehr. So, Junge, wir brauchen mehr. Jetzt komm schon. Sprich mit mir. Oh, da haben wir. All a man can do is put in a prayer for the dead. But all I've got to say about it. Junge, nun, Alter. Okay. Sonst haben wir keine Nachbarn mehr, die wir befragen können, ne? Nee, das hat keinen gelben Knopf. Da ist kein gelber Knopf. Das hat eigentlich Herschel gemacht, aber Herschel sagt nö. So, komm schon, Herschel. Herschel! What now? We need more from the neighbors, Cole. Keep working them. Ja, im Prinzip habe ich jetzt 19 Minuten für gar nichts gemacht, weil ich nicht weiterkomme. Das ist im Prinzip so viel wert wie ein Fischfurz, keine Ahnung.
Von euch weiß auch keiner was. Da ist ein Telefon. Mal gucken. Kriegen wir hier was? Irgendwas. Nein, kriegen wir nicht. Was? Nein. Show's over. Keep moving, all of you. Klappt super. Toll. That's the swine. Look at him. So, hast du noch irgendwas für mich? There isn't much I can tell you right now, Cole. Natürlich hast du nichts. Ich bin bei diesem Nachbarn. Bei diesem Nachbarn, ich komme nicht weiter. Der sagt, oh, nö, und hier und da, nö. Weil ich mich einmal verklickt habe, ey, so eine Scheiße, ey. All a man can do is put in a prayer for the dead. That's about all I've got to say about it. Ja, ist mir doch egal. Das ohne Zeitung, hey. Ach komm. How did you get my number, Ira? At first I didn't understand you. But now I do. I'd like you to come back to the clinic
I'm helping other people now, Doctor. I think you are confused. You haven't been to the clinic for weeks. I'm not confused anymore, Doctor. I'm helping people be together. This world is only temporary. We'll all be happier in heaven. Why don't you tell me where you are and I can come to you? I think the fires should end now. They have served their purpose. Oh, the fires are only beginning, Doctor. After the fires, everything will be beautiful and clean. Everything will be erased. The world will be fresh and new. I can see my purpose now, Doctor. And you helped me to find it. Ja, siehst du mal, was du angestellt hast. So. Das war die Zeitung. Ist hier sonst noch irgendetwas, was mir weiterhilft? Irgendetwas. This is the flashpoint. The heater detonated with enough force to expose the foundations. Okay, hätten wir das dann auch. Okay, runter darfst du aber nicht. Joa. Sonst ist hier nichts, oder was? Ich könnte mir jetzt, warte mal. Ich könnte mir jetzt alle Hinweise mal anzeigen lassen. Nee, wieso? Hä? Wo ist der? Hä, wo ist denn jetzt? Ey, dieses Spiel, ne? Der macht mich fertig. Whoever he was wearing Boondockers. I would know that imprint anywhere. Gott, weißt du schon mal darüber Bescheid? Ist doch schon mal nicht schlecht. Someone was keeping watch. Looks like they were here for quite a while. Brand looks distinctive. Gut, dann musst du ja irgendwas wissen. So, dann hau mal raus. LAPD, can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? Ich kann das leider auch nicht Dudley überspringen. Foreman. Okay. Did you see or hear anything that might have... Look. We were asleep when we heard the explosion. Das wissen wir schon, dass das zweifelhaft ist. Some neighbors you get along with, some you don't. Guess they should have sold up. What do you mean? They're knocking down all these old houses and building a new subdivision for GIs. Morelli was being difficult. Ich entschuldige mich übrigens in weiser Voraussicht für Did you see anyone hanging around the Morelli's home prior to the explosion? Nope. Can't say as I was looking out, though. You sure, Mr. Foreman? There are signs of someone hanging around over there by the fence. Hey, now that you come to think of it, there was a guy. Kind of tall. Skinny, though. Anything else? Orange lumber jacket, a beat-up hat, and no hair. I thought he was the pest exterminator guy who was working around here the last few days. But that guy had hair. Gut, der geplante Abriss. You said someone is knocking these houses down? Elysian Fields. You must know them. They're billboards. That Monroe character beaming down at you. We've had an offer for the house. Did the Morellis want to sell? I don't know. Whatever you thought of Morelli, his whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I want you to help me here, Foreman. Morelli was pig-headed. He built the house himself. He didn't want to sell.
stubborn fool was ruining it for all of us. Und meine gefürchtete Frage, das Preisausschreiben. You said the Morellis had won a weekend away. To Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. But then I find out they were still in there. Who was running the competition? What? I don't know. You didn't enter yourself? I'd already agreed to sell. The competition was an incentive for those who were still thinking about it. Thanks for your time, Mr. Foreman. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. That would be great. Any luck, Cole? Couple of things. What did you pick up? Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Paper crane. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Hey, don't break it. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. What? Wir bauen ein besseres Kalifornien. Wir kaufen noch heute ihr altes Haus. Rufen Sie an 2800 Livermore Road, Elysian Fields Development. For Elysian Fields Developments. Gut. Oh, I see you already have one. Aber da ist noch das Preisausschreiben mit dran. Wir bauen ein besseres Kalifornien. Wir kaufen noch heute ihr altes Haus. Rufen Sie an 2800 Leyland Monroe Elysian Fields Developments. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Ah ja, okay. Gut, da haben wir jetzt das Telefon, was wir vorhin nicht benutzen konnten. Das können wir jetzt benutzen. Das machen wir noch schnell. I swear, this town is going straight to hell. Come on, Tom. So, what's going on over there? I need an address for a property developer. Elysian Fields Developments. One moment, detective. The address is 748 North Oxford Avenue, Wilshire. Anything else? Messages, please. You have a message. Contact Captain McKelty immediately. Thanks. Can you put me through, operator? Of course. Here you are. Mm-hmm. Commander? He leads on the Morelli farm. We're about to go and visit Elysian Fields Developments. You're about to do what? Leland Monroe? He's a personal friend of the mayor and the chief. Are you out of your mind? I'm warning you, Phelps. Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Yes, sir. Good. Have a report on my desk today. Das hat uns ja nie aufgehalten, ne? Kelty has warned us off over Elysian. Makes sense. It's at that end. We should check out Rancho Escondido. You know the place? Sure, corner of Fountain and Wilton. Let's go. Gut, dann fahren wir eben dahin. Rancho Escondido untersuchen. Da lassen wir uns aber hinfahren und dann. Okay. Unfällige Illusionhäuser durch Brand vernichtet. You're behind the wheel. You think talk is cheap? Try hiring a lawyer. You are listening to Duke Ellington. Rancho Escondido um 5 Uhr. You know, there are times when you really miss a nightstick. There's more religion in the end of a nightstick than in 100 cathedrals. Ja. Okay.
I'm not going to tell you again, sir. Don't tell me when and how I can come and go on my own property. It is not This is safe, America, dickhead. Sir. Now step back or I'll lock you up for Smart a fray. Smart son of a bitch. Come back here. Schön, you're not getting off that I'm easy. Gonna be... That's done it, Cole. Unruhen auflösen. Los. Come on, then. Na komm. Na man. Don't worry. We'll let you out quick. So. I'm gonna bust you right in the mouth. Na komm, der nächste. Na los. Komm schon. Time for you to leave. Für euch habe ich doch immer ein Plätzchen Zeit. Komm schon. Na los. Los hier, komm schon. So. Hätten wir das. Good thing you showed up when you did, detectives. Those folks were baying for blood. Okay, then. Let's see if there's anything left to take a look at. Gut, das machen wir allerdings dann jetzt erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich weiß noch nicht, wie ich das zusammenschneiden werde und hast du nicht gesehen. Aber wir sehen uns in der nächsten Folge, die dann hoffentlich dann wieder ein bisschen regulärer ist. Bis dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play L.A. Noire.